bitte nicht. Oh. Sagen Sie, können Sie nicht aufpassen? Super, der Tag fängt ja echt großartig an. Ja, dann rufe ich mal die Polizei an, damit sie den Schaden aufnimmt. Lassen Sie doch, das ist ja nun wirklich eindeutig meine Schuld. Wir können uns doch auch so einigen. Gut. Dann sorgen Sie bitte dafür, dass ich so schnell wie möglich ein Taxi bekomme. Ich muss nämlich in 10 Minuten im Büro sein. Dann danke nochmal für das schöne Wochenende. Danke dir. Also für deinen Einsatz. Dann sage ich mal meinen Eltern Bescheid, dass wir uns getrennt haben. Du meinst du und Kai? Ja, genau. Soll ich dir noch auftragen helfen? Nein, 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 das geht schon. Ist ja nur ein Koffer. Okay. Dann rufst du die Werkstatt an und sagst ihnen, sie sollen mir die Rechnung schicken? Ja, mach ich. Also, gut. Bis irgendwann. Tschüss. Du hast es doch schon längst durchschaut. Naja, also, Kai war nicht Kai, sondern Max. Und Max ist kein Banker, sondern Architekt. Kai hat mich betrogen. Und das ist aus zwischen uns. Und Max ist mir gestern in meinen Wagen gefahren. Er hat mich eigentlich nur zu Mama und Papa gebracht, weil wir keinen Mietwagen organisieren konnten. Du hast einen wildfremden Mann als deinen Freund vorgestellt? Ich hatte keine Lust, wieder als Single dazustehen. Vor Mama, Papa, dir. Außerdem haben alle von Anfang an angenommen, dass es Kai ist. Das heißt, zwischen dir und Max? Ist nichts. Und wird auch nichts sein. Du bist völlig verrückt. Single und unvermittelbar. Bist du jetzt zufrieden?